Yo Freunde, was geht? Heute mal wieder mit einer Folge Best of Wiki. Ich habe euch ja vorhin noch auf Facebook gefragt, was wollt ihr sehen? Und als ich dann geguckt habe, lag Best of Wiki ganz knapp vorne. Für alle, die das nächste Mal bei der Entscheidung dabei sein wollen, Facebook-Link ist unten in der Beschreibung. Ich wollte euch auch jetzt nochmal nur noch kurz sagen, dass ab jetzt immer Videos am Dienstag, Freitag und Sonntag kommen. Und für alle Leute, die Gamefeed und Bam total geil fanden, für die gibt es jetzt bald einen neuen Kanal, auf dem nur noch so das gezeigt wird. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin und ich glaube, ich will es auch gar nicht mehr wissen. Aber auf einmal blinkte mir da irgendwie so ein komisches Wort ins Gesicht und ich dachte so, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Analbleaching. I mean, what the fuck? Das bedeutet, dass man sich sein Arschloch aufhält. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, warum macht man sowas? Das ist ein Arschloch und das hat seinen Grund, dass das dunkel ist. Und das ist ein Arschloch und das soll ein Arschloch bleiben. Und warum sollte man das jetzt aufhellen? Um das Ergebnis zu erreichen, werden säurehaltige Cremes und Lotions verwendet. Was zum Teufel? Ich meine, ich schmier mir doch keine säurehaltigen oder giftigen Substanzen an mein Anus. Der juckt auch so schon oft genug. Meine Güte. Muss ich das verstehen? Ich meine, das tut doch weh. Das macht man doch nicht. Also, das Bleichen des Anus soll ästhetisch wirken. Ja, auf wen denn bitte? Ich meine, wie viele Leute gucken dir denn bitte ins Arschloch rein? Diese Methode wird vorwiegend in den USA praktiziert. Ja, wo denn auch sonst, verdammte Scheiße? Ich meine, schau dir die Leute doch da mal an. Die sind hässlich. Wenn man das Gesicht schon aufgegeben hat, muss man jetzt noch das Arschloch retten, oder was? Meine Güte. Ich meine, soll dadurch irgendwie die Kackwurst schöner aussehen, oder was ist das? Heute drückt Frau Müller mal ein 5 cm Durchmesser. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das etwa eine Klitorisvorhaut in dem Salat? Ich meine, das ist ein Arschloch. Das ist ein Arschloch und an dem Arschloch ist finster und an diesem Arschloch soll es auch finster bleiben. Ja, ich weiß, beim einen oder anderen geht da mal eine Wurst rein und raus. Ja und? Dann guckst du da hin und dann scheint dir erstmal so eine Sonne entgegen oder was? Das ist, als kämst du an den Hintereingang und dann steht da irgendwie so dran durchgehend geöffnet. Das macht man einfach nicht. Meine Fresse. Wisst ihr, was das ist? Das ist politische Ausgrenzung. Ich meine, haben die was gegen Schwarze oder was? Und jetzt mal ehrlich, wenn du dein Auto im Autohaus parkst, dann ist dir das auch scheißegal, ob das Parkhaus jetzt rot oder schwarz oder weiß ist. Meine Güte. Frau Müller, was sagen Sie eigentlich dazu? Ach, Sie haben den Arsch offen. Oh, Freunde, nehmt die Sache nicht zu ernst. Wie sieht's mit euch aus? Schmückt ihr euer Hintertürchen auch, oder was? Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, woher Frau Müllers Klitoris-Vorhautreduktion kommt, dann schaut euch auf jeden Fall auch dieses Video an. Und das war's dann, Freunde. Bis dann, bis Sonntag. Ciao.